Mein Vater hatte eine Gärtnerei, mein Opa war Gärtner und dann war für mich relativ früh klar, dass ich auch Gärtner werde. Das habe ich schon als Kind beschlossen und habe es eigentlich auch so durchgezogen. Wir haben früher Fertiggemüse gemacht, das habe ich auch gelernt. Und immer unsere eigenen Jungpflanzen und sind dann immer mehr in das Jungpflanzengeschäft eingestiegen. Dann kommen Kräuter dazu und teilweise Zierpflanzen. Die Entwicklung ist auch von irgendwann mal 4.000, 5.000 Quadratmeter hochgelassen nach jetzt 11 Hektar. Ne? Ja, wir haben den richtigen Bereich gehabt. Wir haben einfach den Bereich Gemüsepflanzen für den Hobbybereich dann für uns entdeckt. Und den haben wir natürlich von Anfang an mitgeprägt, mitentwickelt auch am Anfang. Ja. Wir haben jetzt um die 250 bis 300 Produkte, die wir produzieren. Ja, für edle Pflanzen werden jetzt Jungpflanzen gekauft, aber alles andere wird ausgesät oder gesteckt im Stecklingsbereich. Ja, wir haben verschiedene Transportsysteme in den drei Betriebsteilen, die wir haben. Haben wir natürlich den Jungpflanzenteil, der hat ein Transportsystem, ein sogenanntes XY-Transportsystem. Also das geht vollautomatisch, die Pflanzen werden aufgenommen mit einem Art Portalkran und werden dann automatisch in die Halle befördert. Wir können einfach ganz viele Kisten oder ganz viel Stück in kurzer Zeit bewegen. Wir lassen die ankeimen, wir fahren die zurück. Wir sortieren die aus, Fehlstellen und so weiter werden entweder korrigiert und dann wird sie nach draußen gebracht. Bei uns steht jede Gemüsepflanze im Freien. Aber nichtsdestotrotz haben wir natürlich wahnsinnig viel Handarbeit, weil es muss alles in unserem Bereich alles etikettiert werden. Also von allen drei Betriebsteilen kommt die fertig gepackte Ware dann in unsere Kommissionierhalle. Dort wird sie dann detailkommissioniert, also nach Kundenwunsch, also auf Filialen verteilt. Ja, unsere Mitarbeiter kommissionieren mit einem Tablet-System. Die haben in der Halle Tablets und da haben die Bestellung drauf. Und das wird dann hier online unterstützt. Wir machen das Ganze auf dem Online-Portal, wo das Ganze kommissioniert wird. Und wird dann gleich eingebucht, sodass gleich die Lieferpapiere geschrieben werden können. Alles online und wird online versendet und die Ware wird dann nur noch verladen und weggefahren. Und vom Volumen packen wir ungefähr an steigen Tagen 600, 800 Container. Das sind dann umgerechnet vielleicht 30.000, 40.000 Pflanzen. Ja, meine vier Kinder, die wachsen heran. Momentan werden sie alle Gärtner. Und meine Frau natürlich, die steht natürlich im Geschäft voll hinter mir. Ja. Sonst denke ich, könnte ich das nicht leisten, was wir leisten. Ja, also in puncto auf Kundenbeziehungen lege ich natürlich ganz starken Wert auf Verlässlichkeit, auf Kontinuität. Auch bei den Lieferanten ist es so, wir nehmen große Chargen ab, aber wir wollen natürlich auch, wenn das zwei Paletten ausgehen, die wollen wir auch haben. Wir arbeiten ungefähr seit 20 Jahren mit der Firma Teco. Was wir jetzt sehr stark machen und was die Firma Teco sehr stark für uns umsetzt, sind die ganzen bedruckten Töpfe. Da haben wir jetzt eine Serie gemacht mit Cocktailminzen, wir machen Tierfuttertöpfe. Also wir haben da sehr viel gemacht, wir machen die Kindertöpfe, wir haben sehr viel gemacht mit Teco in diesem Bereich. Ja, dann wir haben in Zusammenarbeit mit Pöppelmann haben wir die Pepperoni gemacht und das Ganze so vermarktet, dass wir gesagt haben, so scharf, dass er hinter Gitter muss. Das war ein Riesenerfolg. Das passt schon, wie wir in Bayern sagen.